Worte von Mutter Maria, die Königin der Engel, spricht: Lass dich entflammen in meiner Liebe. In meiner Liebe verbrennt alles Alte. Das Alte darf vergehen und Neues kann entstehen. Genauso wie auf den Kriegs- und Schlachtfeldern dieser Erde im nächsten Jahr wieder Blumen blühen, so geschieht dies in deiner Seele. Lass die Schmerzen los. Schenke sie in das flammende Herz meiner Liebe. Schenke mir deine Verletzungen. Schenke sie den Seraphim, die entflammt sind und deine Seele verwandeln, damit du leuchtest und strahlst, damit Freude in dir einkehren kann. Dieses Gnadenlicht, das ich der Erde heute schenke, ist ein Licht, weil es dich durch jede Dunkelheit führt. In der dunkelsten Stunde deiner Seele denke an mein Gnadenlicht. Wenn deine Seele in Dunkelheit gehüllt ist, dann denke an dieses Gnadenlicht. Entzünde es erneut in deinem Herzen und rufe mich. Rufe mich, Mutter Maria. Im Augenblick öffne ich die Türen und Tore des Himmels. Ich garantiere dir, der Himmel weiß immer Rat. Wir lichtvollen Wesen kennen immer eine Lösung. Es gibt immer einen Weg und wir, die Engel, führen dich dorthin. Dieses Gnadenlicht schenkt dir Vertrauen. Vertrauen darauf, dass du geführt bist in jedem Augenblick deines Lebens. Mit meinem Licht in deinem Herzen brauchst du dich vor nichts mehr zu fürchten oder etwas zu befürchten. Ich bin das Licht in der Dunkelheit. Ich leuchte dir in der Finsternis. Ich bin die Gnade in dir, in der Stunde der Not. Ich bin die Heilkraft deiner Seele. Ich bin das Wunder Gottes, welches dein Herzen, welches eure Herzen erschüttert. Mein brennendes Herz entflammt dein Herz und entflammt heute alle Menschen, die sich diese Liebe wünschen. Mein Herz ist offen für die Menschen. Meinen Segen übertrage ich auf diese Gnadenlichter. Und so ist es. Geliebtes Lichtherz, dies ist Mutter Maria, die Zärtlichkeit meiner Liebe berührt dich. Sie hüllt dich ein. Alle deine Energiekörper entzünde ich mit dem Licht meines Herzens. Der Geistkörper ist eingehüllt in meinen himmlischen Mantel, meinen universellen Mantel der universellen Göttin. So bist du verwoben mit den Lichtreichen, in denen ich regiere, mit den Engelchören, die mir dienen.
übergieße deinen Geistkörper mit dem lichten Geist meines Göttinnenherzens. Mein lichter Geist entzündet mein Gnadenlicht in dir. Dein Geist war getrennt von der Liebe über lange Zeiten. Mein Gnadenlicht zeigt deinem Geist die lichten himmlischen Sphären. Dein Geistkörper kann sie sehen und erblicken und kann sich wieder vereinen. Dort, wo er geboren wurde, in den lichten Reichen des Heiligen Geistes, fühlt er sich zu Hause. Heute schenke mir alle deine Gedanken. Schenke mir die Gedanken des Zweifels, der Verzweiflung, des Unfriedens und des Streites. Schenke mir den Kampf in deiner Seele, den du zuerst in deinen Gedanken führst. Du verteidigst dich oder du greifst an in deinen Gedanken. Schenke mir den Kampf. Und mein Gnadenlicht heilt dich von aller Zwietracht, die in dich gesät wurde, weil du es so gelernt hast, weil du es so gesehen hast, weil es so in deiner Umgebung auf dich einwirkte. Bewusst und unbewusst hast du diesen Kampf erlebt. Geh zurück in deine Kindheit und auch dort entzünde ich das Gnadenlicht zur Heilung allen Unfriedens. Ich gehe weiter zurück und ich gehe tief hinab und folge nun der Spur deines Herzens. Folge allen verlorenen Seelenanteilen. Ich gehe hinab in meinem Lichtgewand. Gehe in die tiefsten Tiefen. Entzünde ein Gnadenlicht in den dunklen Seelenräumen. An jedem Tag in dieser Adventzeit entzünde ich mein Gnadenlicht. Bitte mich am Morgen oder bitte mich am Abend, göttliche Mutter. Ich grüße dich, denn ich verweile in deiner Seele. Dies ist dein göttliches Versprechen als deine göttliche Mutter. So kannst du sprechen, Mutter Maria. Bitte entzünde dein Gnadenlicht
Geh in die tiefen Räume meiner Seele. Geh hinab bis in die dunkelsten Räume und entzünde dort dein Licht. Befreie mich aus der Gefangenschaft. Befreie mich aus der Not. Befreie mich aus dem Zweifel und Verzweiflung. Befreie mich aus der Einsamkeit. Ja, und ich, Mutter Maria, umarme all diese Anteile in dir, wie verlorene Straßenkinder. Ich kleide sie wieder in lichte Gewänder, schenke ihnen Lichtnahrung aus meinem Herzen, entzünde erneut das Licht in ihnen. Umarme sie, nehme sie an der Hand, nehme sie in mein Herz und führe sie zurück auf den Weg der Freude. Sie haben sich verlaufen. Diese Anteile in dir, die in Krieg und Schmerz verhaftet sind. Sie sind hängen geblieben in dem Gestrüpp des Unfriedens, des Neides, der verwirrenden Gedanken, der Lieblosigkeiten. Sie haben gesucht nach Liebe und haben sie auf der Erde oder in den dunklen Reichen nicht gefunden. Nun sitzen sie da und wissen nicht weiter. Rufe mich, Mutter Maria, finde du die verlorenen Aspekte meiner Seele, die ich vergessen habe, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Und dennoch sind sie für dich wie eine Qual deiner Seele. Denn du leidest die Schmerzen immer noch. Und so umarme ich deinen Emotionalkörper. Ich schenke ihm das Lichtgewand meiner Liebe. Gewebt aus den himmlischen Farbstrahlen. Du kannst jetzt einfach mal loslassen und sagen, Mutter Maria, nimm du diese Schmerzen jetzt in dir auf. Du kannst sie mir jetzt schenken. Das Leiden deiner Seele, denn ich bin die himmlische Medizin. Meine Gnade heilt deine Schmerzen. Gehe tief in deiner Seele mit mir und fühle, bis auf den Grund deiner Seele gehe ich hinab. Bis zum Urgrund deiner Seele. Und dort breite ich das Licht meiner Gnade und Liebe aus, wie eine warme Decke, auf der du ruhst, in die du eingebettet bist. Eine sanfte, weiche Decke,
Meine Gnade ist ein wundervolles Ruhekissen. Da kannst du ruhen. Schenk mir die Unruhe dieser Zeit, die Geschäftigkeit dieser Zeit. Meine Gnade entzündet deinen Ätherkörper und hüllt ihn ein. Mein Gnadenlicht durchströmt dein Nervenkostüm. Atme die Unruhe und Hektik dieser Zeit aus. Lass mich dir den himmlischen Frieden schenken. Die Gnadenströme meines Friedens durchfluten dich, heilen jedes kleinste Jod. Strömen entlang deiner Nervenbahnen. Schenken dir den himmlischen Frieden. Die goldenen Gnadenströme meines Herzens durchfluten deine Blutbahnen, verwandeln sie in göttliches Gold. Göttliches Blut rauscht durch deine Adern und bringt auch da den Frieden, heilt. Bringt die lichten Heilkräfte des Himmels. Auch deine Zellen sind wie die Engelchöre. Sie verehren die göttliche Mutter, die ich bin. Ich schenke allen deinen Zellen das Gnadenlicht meines Herzens. Denn ich bin die Neugeburt und das ewige Leben. So wie ich dem göttlichen Kind das Leben schenkte, diese Essenz schenke ich dir heute, eine heilende geistige Essenz. Des goldenen göttlichen Kindes. Es ist Reinheit, pure Strahlkraft für deinen Lichtkörper, für deine Aura, für deine Chakren. Es ist ein Heilstrom bis in deine Zellen und Quanten. Die Strahlkraft meines göttlichen Kindes
Jesus ergießt sich in dich. Heute komme ich als die göttliche Mutter und die Engel der Verkündigung gehen mir voraus. Sie gehen über diese Erde und sie verkünden die frohe Botschaft. Die Geburt des göttlichen Kindes in deiner Seele naht. Bereite dich vor. Bereite dein Herz vor, mach es weit und sanft. Entzünde das Gnadenlicht meiner Liebe in deinem Herzen, so ruft es das göttliche Kind zu dir wie ein Magnet. Meine Liebe war der Magnet für das Herz Gottes. Meine Reinheit rief das göttliche Kind wie ein Magnet auf dieser Erde. Das Herz Gottes schenkte sich mir ganz, schenkte mir der Reinheit meines Herzens das göttliche Kind. Und so, geliebtes Lichtkind, wenn ich in dir bin mit meiner Gnade, mit meiner Reinheit, zieht es das höchste Licht, das höchste Heil, wie ein Magnet zu dir und zieht es auf diese Erde. Ich bin in dir, ich bin mit dir. Denn ich bin die Mutter deiner Seele. Jedes Chakra erstrahlt in meinem Gnadenlicht. Deine Seelenräume sind entzündet. Überall leuchtet mein Licht. Und ich gehe um die Erde, suche die bereiten Seelen, suche die bereiten Herzen. Ich gehe in tiefe Dimensionen, entzünde das Licht der Gnade. Es ist die Zeit der Gnade. Advent ist die Zeit der Gnade auf Erden. Möge dein Herz einen immerwährenden Advent erleben, eine immerwährende Zeit der Gnade und Fülle des goldenen Strömens. Geliebte Mutter meiner Seele, bleibe bei mir. Geliebte Mutter meiner Seele, geh zu allen Menschen und entzünde sie, damit Frieden ist auf Erden, Frieden unter deinen Kindern. Zeige dich ihnen allen in deinem lichten Gewand. Zeige dich ihrer Seele und ihren Herzen.
Schenke ihnen deine Gnade und den Frieden. Ja, Geliebte, so spricht Mutter Maria, mein Sohn ist der Friedensfürst und sein Reich kommt. Es ist schon in euren Herzen begründet. Und so ist es. So geht Mutter Maria mit den Engelschören und segnet die Erde, schenkt ihre Gnaden, ihre Gnadentropfen regnen heute auf diese Erde. Sie sagt, jeden Tag deines Lebens soll meine Gnade deine Seele tränken und nähren. Sie geht um die Erde mit den Engelchören und in die Erde und in die tiefsten Dimensionen. Und sie geht auch in deine Vergangenheit und in dein Karma. Sie fürchtet keine Dunkelheit, denn sie ist die Quelle des Lichts, die Quelle der Gnade, die Quelle der Freude, die Quelle der Glückseligkeit. Und mit mir, sagt Pater Pio, kommen viele, die aufgestiegen sind. Es kommen lichte Töchter und Söhne, die eingegangen sind in die Reiche der Glückseligkeit. Es kommt Pater Pio, der mit mir alle Tage in die dunklen Räume geht, jeden Tag, jede Nacht gehen wir in dunkle Dimensionen, um Seelen zu befreien, bittet uns für die Verstorbenen. Denn sie können sich alleine nicht mehr befreien, wenn sie den Weg zum Licht nicht fanden. Dann verirren sie sich. Bittet uns für eure Verstorbenen. Bittet uns für jene, für die kein Wesen mehr bittet, die vergessen wurden. Bittet uns für diese ärmsten Seelen. Dies ist Barmherzigkeit, wenn ihr euch Zeit dafür nehmt. So segnen wir mit Mutter Maria, mit den aufgestiegenen Erleuchteten, mit den Engelchören, Pater Pio und allen, die wirken in den tiefsten und dunkelsten Dimensionen,
die wirken auch in unserer Seele zur Befreiung und Erlösung aus allen Verstrickungen über Raum und Zeit. Wir segnen die Erde und die Menschheit. Besonders werden heute und in dieser kommenden Vorweihnachtszeit dunkle Dimensionen geöffnet, damit Seelen aufsteigen können und geführt werden. Sie werden geführt. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ruft uns, und wir führen sie in der göttlichen Ordnung zum Licht. Adventzeit ist Gnadenzeit für alle Wesen. Und so ist es, Geliebte. Namen der höchsten Lichtmacht, Namen und von Vater und Mutter Gott, der Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehe, Asche, Ehe. Ehe, Asche, Ehe. Ehe, Asche, Ehe. So haben.